you know, shake up the feeling, so come on, the funk. Yo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von LS19 Skyblock hier auf meinem Kanal. Ich überlege gerade, wie wir am besten 1 Million Euro generieren können. Wir haben ja aktuell hier sehr, sehr wenige Maschinen und am sinnvollsten wäre es eigentlich, wenn wir das Projekt zusammen mit der Community machen. Eigentlich. Nur der Punkt ist, das dauert ein bisschen, meiner Meinung nach. Also, dort geeignete Mitspieler zu finden, oder? Was meint ihr? Hätte denn jemand von euch Lust darauf, hier mitzumachen und dass ich das dann filme? Also, dass ich dann zu gewissen Uhrzeiten zum Beispiel sage, okay, wir machen jetzt eine Aufnahme. Das wäre doch vielleicht ganz cool, oder? Was meint ihr? Weil alleine ist es ja dann doch ein bisschen viel Arbeit. Besonders, wenn man jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Wir müssen mal gucken, ob wir es überhaupt schaffen, hier rüber zu kommen, in irgendeiner gewissen Art und Weise. Aktuell, oder was ist denn das nächste Feld hier? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube sogar, dass dieses Feld hier vorne das nächste möglich ist. Oder haben wir hier hinten noch eins, was näher dran ist? Wir rennen mal kurz ganz, ganz schnell hier rüber. Ist schwer zu sagen. Ich glaube eher, das andere ist ein bisschen näher dran. Ja, gut. Dann switchen wir einmal kurz hier rüber. Weil ich möchte gern ein zweites Feld jetzt hier kaufen. Ich schaue mal kurz in unseren Finanzen. Wir können uns noch Geld leihen. Wir müssen nur schauen, wie viel dann insgesamt. Wir müssen aber auch beachten, dass wir dann ziemlich in der Miese bei der Bank stehen. Also, dass wir extrem hohe Schulden haben. Ihr seht jetzt schon, unser Kredit ist über 600.000 Euro hoch. 700.000 mittlerweile. 800.000. Ich weiß gar nicht, können wir 1 Million oder noch mehr machen? Ich glaube, 1 Million ist definitiv möglich, aber mehr doch nicht. Obwohl. Okay. Also, wir haben über 1 Million Euro Schulden. Okay, ich glaube, wir kriegen es hin, indem wir jetzt hier uns vergrößern. Wir expandieren ein bisschen, das sollte eigentlich klappen. Ich versuche jetzt möglichst wenig Geld auszugeben für die Baumaßnahme. So, warte mal, wir machen mal Folgendes. Machen die Modifikation mal auf 3.0. Und dann machen wir hier einen sehr, sehr schmalen Weg drüber, weil ihr seht schon, pro Meter, den wir weitergehen, geht super viel Geld flöten. So, wir gehen mal ein bisschen weiter. Da müssen wir natürlich echt gut aufpassen, dass wir jetzt hier nicht verunfallen. So. Okay, also wir haben schon über 100.000 Euro ausgegeben, um hier diesen Weg zu machen. Dann haben wir gleich noch genug Geld, um noch ein paar Maschinen eventuell zu kaufen. So, das würde ich noch ein kleines bisschen breiter machen, okay. Und hier, ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So, wie schaut das jetzt hier aus? Okay. Es ist doch durchaus ein bisschen schwierig, hier das Feld komplett so zu glätten, dass man da auch arbeiten kann. Ich würde es trotzdem ein bisschen verbreitern, auch wenn es uns Geld kostet, was wir nicht haben. Aber das ist so die beste Option, finde ich. Ja gut, wir lassen das jetzt erstmal so. War schon teuer genug. Wir machen jetzt mal einen kleinen Probelauf und zwar schnappen wir uns jetzt unseren John Deere und probieren es einfach mal aus, inwiefern das klappt. Texturieren können wir das dann auch später. Aber das reicht ja eigentlich. Guck mal, ist ja einspurig, ist breit genug. Damit kommt man auf jeden Fall auf die andere Seite. Gut, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, aber auch mit dem Mähdrescher wird es dann letztendlich klappen. Ja, das kriegen wir hin. Super, perfekt. Also, wir haben jetzt das zweite Feld, was wir dann ja letztendlich auch gleich mal besehen können. Wir haben doch eigentlich auch noch einen weiteren Traktor, genau. Ein Case, meine ich, ne? Komm, wir fahren einmal kurz zurück.
und holen uns den mal. Dann, genau, da vorne ist er. Und dann bringen wir einmal hier unser Düngemittel an die Seite und grubbern hier mal. Theoretisch müsste auch gepflügt werden, aber ich würde sagen, grubbern reicht. Ich bin sowieso mehr der Grubberfreund. So, okay. Gucken wir mal zuerst das hintere ab. Dann das vordere. Das stellen wir mal direkt hier vor die Tür. So, haben wir denn schon einen Grubber? Ich glaube nicht. Warte mal, wir gehen mal kurz hier rein. Ich glaube, ich habe noch keinen Grubber gekauft. Ich würde da auch möglichst einen großen Grubber nehmen zu Beginn. Was ist denn jetzt vom Preis her interessant? Also es sind 12 Meter. Ich würde sagen, von Horsch ist man ja Qualität gewohnt. Dementsprechend kaufen wir uns den. Wir haben jetzt ja auch den Kredit. Dementsprechend machen wir das auch einfach mal. Wenn ihr da bessere Erfahrungen habt, könnt ihr die sehr, sehr gerne mit mir teilen. Dann schaue ich mal, was ich demnächst besser machen kann. Aber ihr müsst halt verstehen, Freunde, ich bin eigentlich mehr so der Spieler von Bauhof Weber oder anderen Roleplays hier. Und mit Landwirtschaftssimulator so im Allgemeinen verbinde ich mehr so die Vielfältigkeit des Moddens. Also ich bin jetzt nicht so der typische LS-Spieler, der die ganze Zeit Trecker fährt. Das finde ich dann irgendwann zu langweilig. Weil ich spiele auch aktuell lieber LS17 wieder, einfach weil da die Mod-Vielfalt einfach größer ist als jetzt hier beim LS19. Man muss auch hierbei beachten, der LS19 ist erst einen Monat draußen, aber trotzdem, so mein Fazit bisher ist, dass ich am LS17 deutlich mehr Spaß habe als am LS19. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, ihr könnt mir gerne mal dazu Feedback geben. Aber das ist so meine aktuelle Meinung hierzu. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, aber gut. Ich kann euch dazu auch gerne nochmal ein Video machen, was ich am Landwirtschaftssimulator 19 gut finde und was ich verbesserungswürdig finde. Ne? So, okay. Wir machen dann jetzt einmal hier einmal rundum, sodass der Traktor auch nicht abstürzt. Und dann können wir letztendlich gleich mal eben hier noch ansehen. Obwohl, warte mal. Während der hier am Grubbern ist, können wir den John Deere nehmen und die Sämaschine holen. Und dann letztendlich auch mal kurz auffüllen. Unter Big Bags haben wir auch hier Saatgut. Da kaufen wir uns mal direkt 3 Stück. Die sind ja nicht ganz so teuer, kosten halt 900 Euro. Ich finde es witzig, dass es Leasingkosten dafür gibt. Das ist eigentlich intelligenter, wenn man jetzt diese Objekte leasen würde, weil danach verschwinden die ja eigentlich. Dann hast du quasi für 45 Euro je Stück ein Saatgut-Pack erhalten. Also theoretisch muss das eigentlich so sein. So, okay. Dann machen wir jetzt einmal eine komplette Auffüllung der Sämaschine. So. Halt. Okay, so, befüllen. Okay, da müssen wir ein bisschen näher dran fahren. Von Federstedt, okay. Sämaschine auffüllen. Da seht ihr auch schon das Saatgut. So, und jetzt holen wir noch die letzte Packung hier einmal ab. So, super. Müsste jetzt gleich auch komplett voll sein. 3000 passend rein. Perfekt, super. Gut, wir entscheiden uns für folgendes Produkt. Wir gucken mal bei den Preisen. Best Price ist aktuell Raps. Deswegen werden wir jetzt auch dann Raps anpflanzen. So, ist das das richtige Symbol? Yes, perfekt, gut. Dann fahren wir mal rüber und pflanzen auf dem zweiten Feld direkt mal Raps an. Ich weiß gar nicht, ob das größer ist als dieses Feld. Also mein Ziel wäre natürlich das Riesenfeld ganz da hinten, weil damit können wir natürlich einen unfassbar hohen Profit generieren. Aber bis wir da sind, müssen wir natürlich noch einiges an Hindernissen bewältigen. Unter anderem
wäre es erstmal intelligent, hier vorne hinzugehen zu der anderen Insel und anschließend sich zu der nächsten zu bauen. So schlagen wir ein paar Fliegen mit einer Klappe, ne? So, dann fahren wir jetzt mal weiter und aktivieren direkt den Helfer. Obwohl, hier würde ich auch einmal komplett rumfahren. Das wäre so die beste Option. Bevor hier wieder was passiert in Form von, hey, wir fliegen heute mal ins Wasser. Ach, warte, das ist ja gar kein Raps, das sind Sojabohnen. Ach, stimmt. Sojabohnen heißen die. Ja, ich bin noch nicht so ganz mit diesen Symbolen vertraut. Steht da ja auch. Für Leute wie mich. Läuft. Gut. Spurreise können wir auch gerne machen. Und dann anschalten. Obwohl, ich arbeite eigentlich nicht so gern mit dem Spurreise, deswegen lassen wir das einfach mal. Weil dann vergesse ich wieder den Spurreiser auszumachen und auf die andere Seite zu packen. Dann mache ich mir meine eigene Saat kaputt. Das passiert ja schon mal. So, müssen wir mal kurz gucken, dass das hier auch möglichst ohne Abgrund funktioniert. So, machen wir mal hier weiter. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, diesen Kredit zurückzuzahlen. Ich hoffe es zumindest. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann geht unser Hof pleite und dann ist das Spiel vorbei. Aber wie gesagt, Freunde, im Multiplayer wäre es auf jeden Fall so mein größter Wunsch, dieses Projekt dann fortzuführen, weil da macht das dann definitiv mehr Spaß. So, machen wir jetzt noch eine Reihe und dann stellen wir den Helfer ein und hoffen einfach, dass er nicht ins Meer stürzt. Das wäre ja so das Worst-Case-Szenario hierbei. So, okay. Uah! Gut, dass wir einen John Deere haben. Hätten wir einen anderen Traktor, wäre es ein bisschen komplizierter. Aber ich vertraue der grünen Power. So. Okay, hier ist ein kleiner Huppel. So. Okay, dann schauen wir die Maschine mal kurz ab und fahren dann einmal rückwärts. So. Und dann aktivieren wir jetzt einfach mal den Helfer und hoffen, dass der Helfer keinen Blödsinn macht. So, wir beobachten den mal kurz. Ich hoffe, dass er das echt gut macht. So, bleibst du stehen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber, warte mal. Wie fährt der denn jetzt? Okay, das ist schon mal in Ordnung. Das finde ich gut. Jetzt möchte ich nur noch die andere Seite sehen, wie er das dann da letztendlich macht. Okay, jetzt fährt er zurück. Also, er hat sich gebessert, muss ich sagen. Respekt auf jeden Fall, Herr Helfer. Sie haben sich wirklich gebessert. Haben sie in den Jahren LS was gelernt? Schön. Freut mich. So, wenn sie jetzt hier noch alles bestehen, dann bin ich zufrieden. Weil, das ist tricky. Das ist echt tricky. Ich habe auf jeden Fall echt Respekt vor den Gefällen hier. Wie macht er das denn jetzt? Okay, der erkennt jetzt, dass hier ein Loch ist. Ich traue ihm einfach mal. Wenn gleich irgendwie der John Deere weg ist, dann wissen wir ja, wo er ist. So, hier machen wir jetzt ganz normal weiter. Hier machen wir das dann gleich ähnlich und können die Helfer dann auch arbeiten lassen. So. Okay. Dann pflanzen wir auch Sojabohnen an. Sojabohnen ist so das Produkt, was wir jetzt hier anpflanzen werden. So. Ich merke schon, wir hätten eigentlich einen etwas leistungsstärkeren Traktor nehmen sollen. Weil man sieht so richtig, wie der Case beansprucht wird. Also er wird richtig gefordert. Das merkt man hier ziemlich.
Und die Reifen vorne drehen leicht durch, oder? Oder täuscht mich das nur ein bisschen? So, hier haben wir ja den Zaun. Hier kann uns ja nichts passieren. So, ich würde jetzt Folgendes machen. Da wir ja hier diesen Zaun haben, würde ich den Helfer einmal aktivieren. Obwohl, warte. Nee, Folgendes. Wir fahren hier noch einmal kurz durch, weil sonst bleibt der Helfer im Zaun hängen. Ich habe die Erfahrung ja gesammelt im LS 17 und 15, 13, 11 und 09, dass der Helfer ab und zu mal hängen bleibt. Das passiert ja schon mal. So, okay. Fahren wir jetzt hier nochmal einen Meter weiter. Der John Deere ist noch da? Der John Deere ist noch da, super. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einmal den Helfer an. Weiß er, wie er fahren muss? Nee. Nee, immer noch nicht. Jetzt vielleicht? Hallo, Herr Helfer. Irgendwie möchte der Helfer nicht... Nee, der möchte einfach nicht. Du musst das selbst machen. Was jetzt auch nicht so schön ist. Weil es halt sehr arbeitslastig ist. So, der John Deere ist noch da. Gut. John Deere ist noch da. Alles gut. Diesen riesen Hügel mache ich jetzt gleich erstmal weg. Der stört mich sowas von. So. Ich glaube, wir hätten Traktorentausch machen sollen. Und zwar von den Grubbern John Deere. Und hinter die Sämaschine dann letztendlich diesen Case. So. Fahren wir einmal kurz durch. Super. Der Gürtel ist weg. Das läuft. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da und schaut euch unbedingt die nächsten Videos hier von Baufieber, von LS17, von LS19 und allgemein von mir an. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Benni.